Ja, das ist wieder mein Bike und fahre mal wieder ein bisschen Fahrrad. Natürlich mit Helm. Wo die hohe Straße anfängt, wo die zwei Bäume sind, fahre ich jetzt durch die Au im Rheinheimer Hügelland, Richtung Oberramstadt. Man sieht es am Feld, total trocken, man sieht es am Staub, da vorne beim Traktor, der Regen fehlt, die Temperatur. Heute die Sonne nicht so mehr so stark intensiv, man sieht schon Wolken, aber die Temperatur gleichbleibend, wie die letzten zwei Tage auch. Ohne E ist es natürlich gewaltig, hier hochzufahren. Ich bin gespannt, ob ich das überhaupt hinkriege mit meinem Bein. Meine Schulter merke ich schon. Noch nicht mal richtig aus der Puste, so als ob ich überhaupt keine 5 Wochen Pause gemacht hätte. Da sehe ich dann, meine Kondition ist also zum Glück noch da geblieben. Ich bin oft auf der hohen Straße hochgestrampelt, ohne abzusteigen. Wie gesagt, man merkt es, das ist jetzt kurz nachdem ich hochgefahren bin. Keine Hyperventilation. Ich bin schon durchtrainiert, immer noch. Da vorne ist der Rossberg bei Rossdorf. Hohe Straße voraus. Da hinten Otzberg. Und dann sieht man wieder diese Suppe, dieses weiße Zeug, der Smog. Trotz dass eigentlich weniger Verkehr gibt, weniger Flugverkehr, ein wahnsinniger Smog. Natürlich auch geschuldet von der Feldbearbeitung. Eigentlich von allem, der Staub geht direkt in die Atmosphäre. Kein Regen, der Regen fehlt. Wahnsinn, und diese Wahnsinnswärme. Kurze Hose wird er immer noch. Vorbei an diesen weißen Sträuchern. Den Gesang der Vögel lauschend. Kann ich da jedem Kugelfisch sagen? Also die Leute mit diesen Kugelbäuchen, Männer wie Frauen, kann ich da sagen, Leute, wenn ihr abnehmen wollt, dann fahrt Fahrrad. Das knallt die Kalorien nach unten. Hört auf Fleisch zu essen und fahrt Fahrrad. Bewegt euch mehr, statt mehr nur da rein rumzusitzen und Cola zu trinken. Ja, die Krähe und der Fassberg und das Rheinheimer Hügelland. Wunderschön. Wohnen, wo andere Leute Urlaub machen. Hier ist Schascherhause. Und da sieht man wieder diese Suppe. Und ich fahre natürlich auch in dieser Suppe. Ist ja nicht nur da unten so, das ist ja hier oben auch. Man sieht es hier nur nicht. Aber man kann es riechen. Es riecht so abgasmäßig, so abgestanden die Luft. Und überall diese weißen Büsche, Bäume. Hört's, die Feldlerchen. Die denkt ja schon, es ist bestimmt schon Sommer. Und da unten sieht man wieder die Feldverfärbung. Und auch diesen Feldverfärbungen sind geschuldet der Vorfahren aus der Jungsteinzeit. Das sind nämlich ihre Siedlungsplätze, die man jetzt sieht. Da am Rossberg hat man ziemlich viel gefunden. Die Funde sind übrigens alle im Landesmuseum in Darmstadt, was man hier gefunden hat. Einfach schön, ruhig. Ich wäre schon dafür, dass man die Autos endlich abschafft.
Leute müssen alle so Kurzstrecken um die 30 Kilometer mit dem Fahrrad fahren oder laufen, damit hier unsere nachkommenden Generationen noch was hätten von dieser Umwelt. Das können sich die meisten noch gar nicht vorstellen. 2070, dass es da so warm ist hier, dass man überhaupt nicht mehr sich oberirdisch aufhalten kann, sondern hier im Loch sitzt, im Erdloch, dass man die Hitze am Tag verkraftet. Da ist alles verbrannt. Gibt es das hier gar nicht mehr? Der Planet zum Wüstenplanet. Im Science-Fiction-Film. Da hätten wir auch schon vor ein paar Jahren gesagt, das ist Science-Fiction. Das wird es niemals geben. Im Frühling gibt es keinen Smog. So, da sieht man den Smog von der anderen Seite. Da unten, wo das Kreuz ist, das ist der Hof Ilbach. Pferdezüchter und Pferdestallbesitzer, die Boxen vermieten. Gibt es auch schon ewig lange da unten, die Ilbach. Gibt es schon seit Anbeginn der Zeit. Hat man ganz viel aus der Steinzeit gefunden. Man hat sich die Leute hier früher schon gesiedelt. Hinaus geht es in den Odenwald. Und dass der Wald hier natürlich so aussieht, ist alles dem Waldsterben geschuldet. Weil hier ist auch ganz viel kaputt von Bäumen. Die Umweltkatastrophe, die kann man zwar immer noch schön reden, aber es wird in den kommenden Jahren immer noch viel, viel schlimmer werden. Weil kein Umdenken passiert. Sie ist sofort einfrieren aller fossilen Brennstoffe. Kein Autoverkehr mehr mit Abgasen. Das müssen wir alles sofort stoppen. Da hätten wir vielleicht noch eine Chance, oder die nachfolgenden Generationen hätten noch eine Chance. Die heute 10-jährigen Kinder hätten noch eine Chance. Die heute 20-jährigen. Weil die packen das locker, die kommen da hin 2070. Wo viele, wie zum Beispiel mein Jahrgang, die Radieschen dann schon von unten sehen. Das wollen sie nicht wahrhaben. Kannst du überhaupt nicht verstehen. Diese unverantwortungsvolle Meschpoke meines Jahrgangs. Die Leute, die heute das Ruder in der Hand halten, mit ihren fetten Bäuchen und ihrer riesenhaften Unbeweglichkeit. Müssen sie, die Politiker, platzen aus allen Nähten und so unbeweglich sind sie auch. Da kann man jetzt nur noch die schöne Natur genießen und Fahrrad fahren und sich daran erfreuen, solange es noch geht. Ja, Neunkirchen, da seht's, diese Suppe. Die Luft riecht wirklich böse. Nicht nur nach Blüten, sondern auch so halt abgasmäßig. Da sieht man's, wie licht das alles geworden ist. Die schönen weißen Sträucher. Auf dieser hohen Straße Richtung Oberramstadt. Der Wald, wo der Waldboden jetzt von den Blüten begrünt wird. Aber es täuscht nicht hinweg, darüber, wenn man sieht, wie der Wald innen drin aussieht. Jetzt kommen wir vorbei im Waldkunstpfad. Steht der Waldriese. Da unten ist Hahn. Auch sowas in Pandemiezeiten. Die Leute wollen alle in den Urlaub fliegen, machen all diesen Mist. Man macht jetzt sowas mit ihren Kindern. Waldkunst machen. Irgendwas hinstellen in den Wald, kreativ werden in der Heimat. Warum machen sie das nicht? Warum setzen sie, wie viele, immer aufs falsche Pferd? Da ein Unterstand für die Tiere, was ich da gebaut habe. Und
siehe da, die Leute selber kreativ geworden. Das hat auch irgendeiner hingebaut. Das machen meistens Leute mit Kindern, die das hinbauen. Hier ist schon ganz schön was entstanden. Immer ein ewiges Kommen und Gehen. Und diese tollen bunten oder weißen Sträucher. Der Greifvogel über mir. Da in Münden der Holzfäller arbeiten. Onkel Toms Hütte. Ach, diese brachiale Temperatur. Dann ist schon der erste Wochenendstau. Raus aus Hahn Richtung Oberramstadt. Auto an Auto. Völlig blödsinnig. Die meisten alleine in einer Kiste. Ob SUV, ob LKW. Schade. Wir haben doch nur diese eine Welt. Für alle Menschen, die noch nach uns kommen, die haben auch nur diese eine Welt. Die Reichen können sich vielleicht mal auf dem Mars niederlassen. Aber wer von der Normalbevölkerung will das bezahlen? Völlig unrealistisch. Ist der Planet kaputt? War's das? Ja, da rollen wir runter Richtung Oberramstadt. Vorbei an den Stinkekarren. Die Berge hinunter. Ja, jetzt habe ich mir noch so neue Bremshebel gekauft. Ein gebrauchter. Ich habe da bei diesem Fahrradgeschäft geholt. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist nur bei Ramstadt. Super Service. Und die haben immer Sachen da, kostengünstig. Einfach ein guter Laden. So, bin schon wieder am Rückweg. Super, dass ich diesen Bremshebel gekriegt habe. Für so kleines Geld. Jetzt habe ich noch einen schönen Helm. Habe ich noch einen Regenschutz geholt. Und dann darf ich halt einfach nicht mehr so schnell fahren, wobei schnell noch relativ ist. Bei der Verkehrsinsel, da haben gerade mal 15 km/h auch gereicht. Dann sieht man hier so eine Bepflasterung, so eine Rollierung, eine sogenannte Rollierung. Das ist eine sogenannte Landchaussee, also eine Steinstraße von ganz früher. Diese hohen Straßen waren ja früher immer schon stark frequentiert, weil es rundherum morastisch war. Da sieht man sie noch, die Steinstraße. Da hinten der schöne Ortsberg und da unten die Ortschaft Hahn. Sieht man jetzt nochmal von der anderen Seite das Rheinheimer Hügelland. Vorne der Ortsberg, Profilbach. Und da hinten Lengfeld, da vorne Großumstadt mit dem Binselberg. Ist alles ziemlich im Smognebel. Sieht man es mal von der anderen Seite, Schorschahausen da vorne. Was kann man da auch noch den Taunus sehen. Durch diese Suppe sieht man gar nichts. Und am schönsten ist aber, wenn man dann von oben wieder runterfährt und fährt dann weiter. Also super, ich habe das total vermisst. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt nach diesem schlimmen Sturz nach 4,5 Wochen wieder Fahrrad fahre. Also, wenn mir das für 4,5 Wochen einer gesagt hat, dass ich dann schon wieder Fahrrad fahren würde, das hätte ich nicht geglaubt. Alles aufgestaut vom Biber. Das ist alles der Biber sein Werk. Oben auf die Bäume gefällt und das Wasser alle angestaut. Da vorne ist das Hühner-KZ. Das kann man gar nicht glauben. Wenn man da jetzt seine Eier draus bezieht, also so ein groß Eiervermarkter ist das. Gibt es überall, gibt es auch im Raum Offenbach.
sind 60.000 Legehennen in so einer Hütte. Das kann man sich gar nicht vorstellen, diese armen Fische. Da schmeckt doch, da kann einem doch das Osterei gar nicht schmecken, wenn man das sieht. Die kriegen kein Tageslicht, gar nichts. Wenn sie dann nicht mehr genug Eier legen, dann kommt das Messer an und schneidet ihnen den Hals ab, die Rupfmaschinen, und dann sind es die guten Hähnchen. Wie widerlich ist das denn? Ja, ist schon schlimm, der Mensch ist schon schlimm drauf, wenn man sowas machen kann. Deshalb kein Fleisch, kein Fisch. Ein Fisch ist Mikroplastik. Die Leute schnallen überhaupt nichts mehr. So, jetzt habe ich schon mal 20 Kilometer runtergespult. Und jetzt fahre ich Richtung Rheinheimer Teich, wo ich vorher schon gelaufen bin, die letzten Tage. Fahre ich jetzt mal wieder mit dem Fahrrad. Ja, die Krähe einsam, ohne einen Platz am Baum. Temperatur gewaltig, da sieht man es, mit Helm. Fahrgefühl. Der Sonnenschild ist super. Und dann sieht man von vorne endlich mal wieder was, wo ich vorher nichts mehr gesehen habe. Da sieht man den schönen Rheinheimer Teich und den schönen Otzberg. Herrlich, so mit dem Fahrrad unterwegs sein ist doch total super. Jetzt sind wir wieder am schönen Rheinheimer Teich. Oben auf der Scheune ist der Klapperstorch. Jetzt erstmal sein Nest richtet. Also die Eier gibt es noch nicht. Und heute ist gar nichts los am Rheinheimer Teich. Dafür ist so ein Elektrozaun gespannt. Ein Osterei, ein rotes. Nee, heute ist total wenig los. Großes Wunder. Die Blüten sind ganz schön runtergefallen. Und da die Schwäne oder der Schwan. Ah, du Schöne. Und diese weiße Pracht, ach, das riecht toll. Das knallt einem sofort die Tränen in die Augen. Der ist schon weggeblüht. Aha. Da der Rheinheimer Teich. Da wieder die Tannenmühle im Tannenwäldchen. Jetzt soll man wieder sagen, ja, mit dem Fahrrad ist alles ganz anders. Ja, da unten ist der Rheinheimer Teich und hier hinten der Otzberg. Ich bin jetzt auf dem mittelalterlichen Kreuzweg. Ich drehe gleich wieder um, fahre wieder Richtung Habezahn. Da unten die Tannenmühle. Da rolle ich jetzt gemütlich nach Harzem. Otzberg. Und die stinkische Zimmer in der Höhe. Ich habe was an der Kirche erzählt, von dieser alten, wo diese Stelle ist, diese ganz bestimmte. Gehen wir doch gerade mal rein. Kann man nämlich reingehen. Ist alles schön österlich gemacht. Und das ist dann diese Stelle hier. Genau in dem Altar.
in dieser Flucht steht mir dann drauf und bekommt warme Füße. So ein Kribbeln in den Schuhen macht es. Hallo? Also hier auf diese Stelle muss man stellen und dann kann man das am eigenen Leib erfahren. Und gestern Leute auch gespürt, wie die hier waren, wie sich da drauf gestellt haben. So, was soll ich sagen, das ist heute ein super Tag und da am 8.4. werde ich mit BioNTech geimpft. Da habe ich dann schon meine Impfung, wie geil. Was schön heute, interessanter Tag. In 7 Tagen werde ich geimpft, da freue ich mich schon drauf. Dann habe ich doch wieder, eine Sorge weniger. Das war toll, das war super, dass ich da heute da war. Was mir ein Rezept geholt habe. Jetzt habe ich schon einen Impftermin. Ha, super. Der ist vielleicht schön. Das ist eine tolle Farbe und die kleinen Blümchen vorne dran. Was ein schöner Strauch. So, jetzt war ich schon wieder auf dem Hausberg von Natürlich Semmt. Da vorne Pinselberg, Umstadt. Ja, ich bin heute schon wieder total weit unterwegs. Ich kann mich einfach nicht losreißen. Weil Bewegung ist sowieso das Allerbeste. Nicht stillstehen. Stillstehen kann man noch früh genug. In meinem Lebensalter kommt es mit dem Stillstehen immer näher. Also heißt bewegen, bewegen, bewegen. Um noch lange, möglichst lange agil zu bleiben. Und da ist es wieder, die Obersauerei. Da vorne der Tankwagen, ich weiß nicht, wo er herkommt, werde ich da sehen. Und da der Bauer, der die Gülle aufs Feld ausbringt. Das ist völlig legal. Das ist so ein Gülletourismus. Das sind praktisch dann andere Landkreise, die haben dann ihre Kontingente schon erschöpft und versuchen das dann irgendwo anders dann noch hinzutun. Diese Gülle, diese Schweinescheiße und diese Massentierhaltung. Weil irgendwo muss es ja hin. Und jetzt kommt es kommt's hier auf die Felder nach Großumstadt. Ich bin mal gespannt, was der hier auf dem Kennzeichen draufstehen hat. Da steht der Tanklaster. Da unten ist der Traktor. Der bringt das Zeug aufs Feld aus. Und da steht er. Die Umweltsauerei in großem Stil. Da unten ist Großumstadt. Der Laster, der kommt aus Friedberg. Ich darf ja das Kennzeichen nicht zeigen. Gibt dann mal recht eine Schnecke. Der beladene Teil kommt aus Friedberg. Unglaublich. Aus dem Frankfurter Raum. Und dann kann es hier nach uns, zu uns her, nach Großumstadt. Diesen Güllemist. Und da vorne hat Großumstadt, da nicht, da vorne hier, irgendwo da hinten, hat Großumstadt eine neue Trinkwasserentsalzungsanlage hingebaut. Ja, weil das Wasser so mit Nitrat verseucht ist. Ah, jetzt sind wir da vorne Umstadt, da komme ich gerade her. Da war ich schon wieder zurück ins Rheinheimer Hügelland. Ein toller Tag heute, muss ich wirklich sagen. Ein toller Tag. So, da rausche ich jetzt schon wieder Richtung Habitzheim. Jetzt kommen hier wieder Fahrradfahrer entgegen. Es sind schon mehr Fahrradfahrer geworden. Das merkt man schon. Ja, da unten ist wieder der Rheinheimer Teich in die Tannmühle. Das war wieder uns welche. Jetzt geht es schon auf Sonnenuntergang zu. Ich bin schon weit unterwegs, schon über 40 Kilometer. Da drüben ist der Rheinheimer Buckel. Da sieht man jetzt auf dem Feld diese dunkle Stelle. Hinter an Olsberg, klar. Und dann hier auf diesen Höhen haben auch die Leute in der Jungsteinzeit gesiedelt.
auf dem nachkommenden Feld, was jetzt schon grün ist, ist auch nochmal so eine riesen Brandgrube aus der Steinzeit. Die ist noch größer wie die, was da oben auf der Zimmener Höhe ist. Hinter der weiße Kirchturm von Lengfeld. Das ist jetzt, wie gesagt, dieser mittelalterliche Kreuzweg. Der geht dann weiter, wenn man das weiter spinnt, da vorne geradeaus zum Forstberg bei Großbiberau. Wunderschöne Gegend. Und da hinten am Feldrand, da ist der Ulanenstein. 1900 wo der junge Soldat mit seinem Pferd ins Wasser gefallen ist. Da hinten ist er, der Ulanenstein. Ganz unmittelbar steht er da, aber ich kann ihn schon sehen. Da steht er. Geschichtsgegend Dreinheim. So, 3,5 Stunden unterwegs und die Kilometer gefahren. Was eine Wahnsinnstour.